Meine Damen und Herren, wir starten jetzt wieder das nächste Tutorium. Und zwar, es geht jetzt hier in der ersten Aufgabe um die Zeitreihen. Also hier zunächst mal bei der Zeitreihe, die Sie jetzt hier dann sehen, das ist jetzt hier nicht zufällig, sondern deterministisch, aber gut, das ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Also hier sind sozusagen die Beobachtungen schon vorbestimmt. Sie müssen sich jetzt uns im Endeffekt dann nur anschauen, wie sieht es jetzt hier dann zum Beispiel jetzt hier mit den Wachstumsraten aus, aber dazu dann später mehr, das passiert ja auch. Also hier, das ist die Zeitreihe und dann heißt es jetzt hier dann Wachstumsraten, diskret bzw. stetig. Da gibt es jetzt hier eine Formelchen dafür und wie verhalten Sie sich jetzt hier mit dem wachsenden T, also sprich jetzt hier dann langfristig gesehen, wie sieht das jetzt hier mit dem Wachstum aus, wenn das jetzt hier langfristig dann sein soll. Und dann gibt es jetzt hier nochmal bei einem zweiten Beispiel, glaube ich, jetzt hier dann eine andere Zeitreihe und da sollen Sie jetzt hier dann was anderes machen. Also hier, wie gesagt, nochmal bei der haben Sie lineares Wachstum. Und hier exponentielles. Ne? Also da, das ist jetzt hier dann eigentlich der Unterschied und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie sich das jetzt hier dann auf die Wachstumsraten dann auswirkt. Was heißt, na, letztes im Endeffekt der Wert wächst linear bzw. der Wert wächst exponentiell. Naja, gut, also dazu jetzt hier dann die folgenden Rechnungen. Und zwar, ich fange jetzt hier dann an, jetzt hier dann mit der Teilaufgabe A, jetzt hier zunächst mal mit den diskreten Wachstumsraten. Das hatten wir in der Vorlesung gemacht, also nur vielleicht, um mal kein Missverständnis jetzt zu vermeiden. Einige meinen, ich hätte das in der Vorlesung übersprungen. Nein, 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 hatte ich nicht. Ja. Hatte ich nicht, ich habe jetzt hier nur die stetigen gemacht, das stimmt schon. Aber ich habe die sozusagen dann auch auf die Tutoren delegiert. Ja, das heißt, Sie sollten dann sich darüber bewusst sein, dass das auch durchaus rankommen kann. Da gibt es jetzt hier dann zwei Formelchen. Einmal jetzt hier dann für die diskrete, die habe ich in der Vorlesung mit Ihnen dann gemacht. Also die Formel jetzt hier, die sieht jetzt hier nochmal wie folgt aus, wenn Sie jetzt hier dann diskreten Wachstumsraten berechnen. Die absolute Veränderung, Delta ist jetzt hier dann die absolute Veränderung, also der Zuwachs, ja, zum gegenwärtigen Zeitpunkt t. Also mal angenommen, t ist jetzt hier dann die Gegenwart, das soll jetzt hier dann der gegenwärtige Zeitpunkt dann sein. Geteilt durch den Wert, den Sie dann zuvor beobachteten. Ne? Also das ist im Prinzip die relative Änderung jetzt hier dann des Werts. Ne? Also das ist sozusagen das, was Sie dann hätten. X, also ne, die Zufall, also nennen wir es jetzt hier vielleicht mal, jetzt hier dann die Wachstumsgröße oder wie auch immer, was jetzt hier dann sein soll, zum Zeitpunkt t minus 1. Ja, wenn das vielleicht Vermögen ist mit der Zeit, jetzt hier dann linear dann wachsen würde. Naja, gut, also wie gesagt, die Zuwächse geteilt durch jetzt hier dann die Beobachtung zum vorherigen Zeitpunkt ist natürlich jetzt hier dann der relative Wachstum. Ja, so das, was man jetzt hier dazu dann machen würde. Ne, im Prinzip, also Wachstumsrate, wenn man es so will. Und naja, ne, also die relative Änderung im Prinzip jetzt hier dann das Wert. Nehmen wir das mal einfach mal Wert von irgendwas. Gut, jetzt dazu müssen Sie natürlich sich darüber bewusst werden, dass jetzt Sie dann die Änderung, ja, also die Zuwächse jetzt hier dann wie folgt berechnen, zu berechnen sind. Gegenwärtiger Wert minus der Wert davor, ja, wenn das jetzt hier dann zu den Zeitpunkten 1, 2, 3 und so weiter jetzt hier dann beobachtet werden soll. Und den Wert davor berechne ich, indem ich jetzt hier dann einfach nur für t dann einfach den Wert t minus 1 einsetze, beziehungsweise ich ersetze dann t durch den Wert t minus 1 und das war's. Ja, dann müssen Sie jetzt hier einfach nur diese Teilchen zusammensetzen. Das mache ich jetzt hier gleich. Also hier nochmal xt, das ist jetzt hier dann das hier, was Sie jetzt hier dann sehen. Der Wert zum Zeitpunkt t minus der Wert zum Zeitpunkt t minus 1, das habe ich jetzt hier daneben geschrieben, geteilt durch der Wert zum Zeitpunkt t minus 1. Ja. Und das war es eigentlich. Und der Rest ist eigentlich nur so ein bisschen Aufräumarbeit. Ne? Also so das setzt sie dann bei linearem Wachstum. So sieht es dann halt aus. Ne? Naja, dann gucken wir mal an, was da passiert. Ne? Also jetzt hier in dem Fall, was wir dann bekommen würden. Ne? Also gut, da räume ich jetzt ein bisschen auf. Das sehen Sie jetzt hier auch nochmal gleich. Ne? Ich zeige Ihnen das jetzt hier mal auf der Folie. Und zwar, also, wir nehmen jetzt hier mal einfach mal die Werte auseinander. Das können Sie dann nochmal in Ruhe dann machen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, weil das jetzt relativ in einem Teil ist. Sie müssen jetzt hier nur ein bisschen ausmultiplizieren und umrechnen und das war's. Also, minus a, wenn Sie jetzt in die Klammer sozusagen einbrechen wollen, müssen Sie jetzt hier dann den Inhalt mit minus 1 mal nehmen. Und dann haben Sie jetzt hier dann minus a und dann minus b mal der Rest. Nicht wahr? Weil, wie gesagt, Sie müssen das Vorzeichen mitnehmen, wenn Sie ausmultiplizieren. Und das machen Sie jetzt hier dann. Klassisch jetzt hier nach dem Distributivgesetz, nicht wahr? Das ist dann immer sozusagen dasselbe. Also das könnten Sie jetzt eigentlich auch tun. Ja, machen Sie das hier einfach mal. Also multiplizieren Sie das jetzt hier dann aus. Und dann räumen Sie jetzt hier nochmal auf. Das können Sie jetzt hier auch nochmal ausmultiplizieren, wenn Sie möchten. Ich habe das jetzt hier nochmal auch dann drin. Also da lasse ich das jetzt hier dann erstmal so, wie es ist.
Nicht wahr? Aber hier b mal t ist jetzt in der Last hier und dann nehme ich das Vorzeichen damit und also plus b mal minus 1 ergibt jetzt hier dann b, also minus b natürlich. Ne? Das ist das, was man jetzt hier dann bekommt. Gut, die Multiplikation mit der 1 nehme ich dann raus. Ja? Und dann können Sie natürlich noch andere Sachen dann, wenn Sie nochmal genauer hinschauen, wie man da sortieren würde, können Sie natürlich auch noch andere Sachen da jetzt hier dann auch mit herausnehmen. Und zwar, das sehen Sie jetzt hier dann auch nochmal in dem Beispiel, jetzt hier dann dieses A-Zeug, ne? Das ist ja, subtrahiert sich ja dann auch weg. Dann nehme ich jetzt hier das mal raus und dann gucke ich nochmal an, was jetzt übrig bleibt. Aber da kann ich hier auch nochmal einbrechen. Also da können Sie das jetzt hier auch multiplizieren. Das habe ich jetzt erstmal nur abgeschrieben, jetzt hier gerade, um das jetzt hier mal zu editieren. Also schreiben Sie es einfach nochmal ab oder lassen Sie es da so stehen und machen Sie es dann dort. Hier können Sie das dann auch ausmultiplizieren. Das mache ich jetzt hier auch mal. B mal T minus B mal T fliegt ja dann auch raus. Und da bleibt jetzt hier dann minus b mal minus 1 übrig und minus b mal minus 1 ergibt natürlich jetzt hier dann b. Also wenn Sie da das nochmal ausmultiplizieren, das habe ich jetzt hier dann nicht ausführlich gemacht, aber ich glaube, die Vorgehensweise sollte das dann im Grunde genommen verdeutlichen. Da kommt jetzt hier dann b raus. Ne? Also das, was Sie dort dann gesehen hatten, das ist dann auch, was wir dann herausbekommen haben. Und wenn Sie da jetzt ein bisschen aufräumen, ich habe das jetzt eigentlich nicht aufgeräumt, ich habe das nur einfach umgestellt, da kommt jetzt hier dann a minus b plus b mal t raus. Das ist sozusagen das Ergebnis. Ja? Also das ist die Wachstumsrate zum Zeitpunkt D. Ja? Die sogenannte diskrete Version. Wie gesagt, das hatten wir gemacht in der Vorlesung. Jetzt noch nicht mit dem Beispiel, also, sondern jetzt hier dann nur mit einer richtigen Zeitreihe, weil hier sind die Beobachtungen deterministisch. Es gibt ja hier keine Zufallskomponente dabei. Ja? Also in der Realität ist es natürlich anders. Ja? Es ist ja nicht perfekt, ja, wenn man es so will. Also auch wenn es linear ist. Naja, gut, aber egal. Also da sollten wir uns das vielleicht mal anschauen, wie wird das jetzt hier dann aussehen würde und dann, was ist der Grenzwert, wenn ich jetzt hier dann t gegen unendlich gehen lassen würde. Also das sind jetzt relativ einfache Grenzwertaufgaben, wenn Sie sich das jetzt hier mal anschauen. Ich werde jetzt hier dann Grenzwerte auch nicht schwerpunktmäßig in der Klausur dann machen, aber zumindest einige sollten Sie berechnen können, also die Zähler, die Standard und so. Also wenn zum Beispiel der Nenner wächst und der Zähler gleich bleibt, da sollten Sie wissen, dass das ganze Ding jetzt hier dann gegen 0 geht. Ja? Also... das sollte vielleicht jetzt hier noch drin sein. Alles andere mache ich dann einfach jetzt hier nochmal so ein bisschen nach Gefühl. Das würde dann reichen. Es gibt auch jetzt übrigens keine konkrete Vorgehensweise, wie man jetzt hier dann Grenzwerte allgemein berechnen kann, bis jetzt hier auf die Regel von L'Hôpital, aber das wird jetzt hier dann nicht Gegenstand der Klausur. Wie gesagt, so Standardgrenzwerte sollten Sie schon wissen. Also wie gesagt, wenn zum Beispiel Zähler gleich bleibt, wenn er wächst, ne, über alle Grenzen hinaus, dann sorgt es dafür, dass das ganze Ding ja sozusagen gegen 0 geht. Ne. Das ist da hier auch bei uns der Fall. Also wenn Sie sich das jetzt hier mal genau anschauen, a minus b plus b mal t, wie gesagt, das a und b und, sind jetzt in den Konstanten, t wächst, ne, also wenn sozusagen t dann wächst und mal angenommen b ist jetzt positiv, ja, aber ist eigentlich egal, ob positiv oder negativ ist. Ja, wenn es jetzt negativ ist, dann kürze ich das jetzt eh raus. Aber ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir es mal an, dass b positiv ist. Dann wächst der Nenner über alle Grenzen hinaus mit der Zeit. So sagt man das dann. Und wenn der Nenner über alle Grenzen hinaus wächst mit der Zeit und der Zähler gleichzeitig immer gleich bleibt, dann ist der Grenzwert natürlich jetzt hier in dem Fall dann 0. Also der geht gegen unendlich und dann, da der Nenner jetzt wieder gegen unendlich geht, geht das gegen 0. Im Übrigen würde das jetzt hier dann auch funktionieren, wenn der Nenner gegen minus unendlich gehen würde. Selbst wenn jetzt der Nenner gegen minus unendlich gehen würde und der Zähler dann gleich bleibt, würde das jetzt hier dann auch gegen 0 streben. Aber es ist jetzt eigentlich egal, welches Vorzeichen das hat. Das macht auch Sinn im Übrigen. Also stellen Sie sich mal vor, lineares Wachstum. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Vermögen wächst beispielsweise jeden Monat um 100 Euro. Könnte ja so sein. Also Sie haben so ein Anfangsvermögen. Sagen wir angenommen, Sie haben jetzt hier dann 5.000 Euro auf der Kante und jeden Monat kommen jetzt hier nochmal 100 Euro hinzu, weil sie jeden Monat 100 Euro zur Seite legen. Ne? Und sonst nichts. Ja? Dann ist es natürlich so, dass ihr Vermögen zwar wächst, aber die Wachstumsrate sinkt. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel nur 100 Euro haben und das wächst auf 200 Euro, dann verdoppelt sich das. Ja, verstehen Sie? Aber wenn Sie 1.000 Euro schon haben und dann wächst es wieder um 100 Euro, ja, dann erhöht sich das nur um 10% dann. Ja, verstehen Sie? Das heißt, bei linearem Wachstum ist es so, je mehr Geld Sie schon auf der Kante haben, desto kleiner wird der zusätzliche Anteil jetzt hier dann sein, der dazukommt. Der Anteil. Ne? Also obwohl der Betrag immer gleich ist, verstehen Sie? Ne? Also wenn das Vermögen zum Beispiel jetzt hier dann, ne, mal angenommen, jeden Monat um 100 Euro wächst und Sie hatten jetzt nur noch 100 Euro gehabt und dann verdoppelt sich das ja quasi im ersten Monat. Ne? Das ist ja eine Verdopplung. Wächst ja um 100%, wenn man so will.
Aber wenn Sie schon 1000 Euro zur Seite gelegt haben und da kommen nochmal 100 Euro hinzu im nächsten Monat, dann wächst es nur noch um 10%, ja, wenn Sie schon 1000 Euro hatten. Verstehen Sie? Das heißt, die Wachstumsrate sinkt, je mehr Geld Sie schon haben. Bei linearem Wachstum natürlich. Das macht es ja aus. Ne? Also, wenn sozusagen der Betrag, ja, Ihr Vermögen konstant, ja, um jetzt hier dann um einen Betrag dann wächst, zum Beispiel 100 Euro mal angenommen. Dann sinkt aber gleichzeitig die Wachstumsrate, ne? Weil der Anteil, ne, der jetzt sie dann sozusagen, das jetzt sie dann ausmacht, ne, von ihrem Wachstum, immer geringer wird. Ne? Wenn sie schon 10.000 Euro haben und dann erhöht sich das jetzt sie dann um 100 Euro im nächsten Monat, dann ist es ja nur noch 1% von dem, was es jetzt sie dann war. Verstehen Sie? Weil 1% von 10.000 Euro jetzt sie dann 100 Euro sind. Ne? Also am Anfang, wo sie noch nichts hatten oder wo sie jetzt auf 100, das erste Mal 100 Euro dann zur Seite gelegt hatten, hat sich das dann verdoppelt. Von 100 auf 200 ist eine Verdoppelung. Aber von 10.000 auf 10.100, das ist nur noch eine Erhöhung um 1%. Das ist die Erklärung. Also, das wäre, wenn Sie das verstehen wollen. Naja, okay. Ja, also, hier nochmal so ein bisschen die Erklärung dazu. Jetzt bei stetigen Wachstumsraten, jetzt passen Sie auf, da gibt es eine Formel. Und stetige Wachstumsraten berechnen Sie aus der Differenz der Logarithmen. Das heißt, Sie müssen dann die Zeit logarithmieren. Und differenzieren dann im nächsten Schritt. Erst logarithmieren und dann differenzieren. Das ist nicht dasselbe, wenn Sie das dann vertauschen. Ja? Weil die Differenz von einem Logarithmus nicht der Logarithmus der Differenzen ist. Das ist der Grund. So, jetzt passen Sie auf, warum das so ist auf der anderen Seite. Ja? Also warum die Formel so aussieht, wie sie aussieht, hatte ich leider keine Zeit in der Vorlesung, das zu erklären. Ja? Also, ich meine. Zeit ist Geld, Sie wissen. Ja? Nein, nein, es liegt jetzt nicht daran, aber hören Sie, das ist dann zu viel Finanzen, würde ich mal sagen. Wenn Sie wollen, das können Sie mir vielleicht in der Kommentarspalte dann mitteilen, mache ich dann nochmal ein extra Video dazu. Und da können Sie sich das gerne mal anschauen, warum die Formel so aussieht, wie sie aussieht. Übrigens steht dem Skript dann drin. Aber in der Vorlesung kann ich das jetzt hier dann nicht machen, ohne dass ich das jetzt hier dann erkläre. Also ohne, beziehungsweise, dass ich das dann nicht erkläre. Also, wenn ich da schon in die Formel hinklatsche, da möchte ich sie zumindest mal erklärt haben. Das ist zumindest ein Anspruch, aber um die zu erklären, hätte ich dann vielleicht noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Ja, verstehen Sie? Also da ist dann sozusagen der Aufwand, den ich dafür betreibe, um das jetzt hier für Sie dann zu machen, größer als der Nutzen, den Sie jetzt hier dadurch letztendlich im Endeffekt dann bekommen würden, wenn, weil wir jetzt hier dann keine Finanzenklausur haben. Ja? Nichtsdestotrotz, wenn Sie das interessiert, kann ich das gerne nachholen, aber ich sage jetzt mal so, wenn Sie das jetzt hier dann verstehen wollen, warum das so ist, dann brauche ich jetzt hier nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Und da kann ich dann gerne vielleicht mal so einen Exkurs dazu machen, ja, was es jetzt damit dann auf sich hat. Vielleicht jetzt hier bei der Anwendung, wenn Sie das jetzt hier dann anwenden, also irgendwo, was es sich jetzt hier dann mit Kapitalmärkten zu tun haben, werden Sie jetzt hier auch mal sehen, was sogenannte Lockrenditen sind. Ja, also das sind sogenannte, also das sind ja genau die Lockrenditen, wenn man so will. Also die Differenzen aus den logarithmierten Preisen, wenn man, ne, also sich das jetzt jemand anschaut, also wenn das mal angenommen Kurse sind, also das ist sozusagen das Häufigste. Also wenn Sie die, ne, zum Beispiel angenommen, Sie haben tägliche Aktienkurse, dann berechnen Sie die Logarithmen der täglichen Aktienkurse und dann die Differenzen davon, nämlich also Sie differenzieren die Zeitreihe, das hatte ich auch so ein bisschen gemacht bei den Zuwächsen, also die berechnen die Zuwächse der logarithmierten Preise. Und das werden dann die sogenannten Lockrenditen sein. Und ich werde dann, wenn Sie Interesse daran haben, in einem Video erklären, warum. Also, wie gesagt, das mache ich in der Vorlesung nicht, deswegen habe ich das in die Tutorien delegiert, die sollen das machen, oder jetzt auch ich. Du weißt ja, das nennt man halt dummer Karma. Also, ja, ich habe gesagt, andere sollen das für mich machen. Und das ist der Preis, ja, dass ich das jetzt hier noch machen muss, aber gut, das ist jetzt mein Problem. Naja, also wie gesagt, wenn Sie die Formel erklärt haben wollen, warum die Zuwächse aus den logarithmierten Werten, ja, jetzt sind dann von der Zeitreihe, jetzt sind dann die sogenannten Lockrenditen, also die stetigen Wachstumsraten sind, da werde ich jetzt hier nochmal gegebenenfalls ein Video machen, wenn ich dann Zeit habe. Ja, das wird aber vielleicht etwas ein bisschen später sein, weil ich dann so ein bisschen auch mit meiner Vorbereitung hinterherhänge und dann so ein bisschen ein paar zeitliche Probleme habe im Moment. Ja, also dafür ist es aber nicht so wichtig. Also bitte, wie gesagt, haben Sie Nachsicht, dass ich Ihnen die Formel jetzt nicht erklären werde, sondern Sie sollen sie jetzt einfach nur anwenden. Anwendung ist leichter als die Erklärung, also zumindest jetzt Ihnen zu verstehen, warum das so ist. Und aber wenn Sie wollen, werde ich auch die Lücke schließen. Gut. Also Differenz der Logarithmen, das heißt, Sie berechnen jetzt dann den Wert, ja, von der Zeitreihe zum Zeitpunkt t, beziehungsweise den Logarithmus davon. Und dann den Wert der Zeitreihe zum Zeitpunkt t minus 1 ist ja das hier, dann logarithmieren Sie das dann auch. Und das ist die Differenz der Logarithmen. Ja?
Und die Differenz der Logarithmen ist der Logarithmus des Verhältnisses. Vielleicht wissen Sie das hier doch aus der Schulzeit, nicht? Ich meine, wenn Sie zwei Potenzen miteinander teilen müssen, die die gleiche Basis haben, dann müssen Sie die Exponenten voneinander abziehen. Die Logarithmen sind ja die Exponenten und die Potenzen sind ja die Werte, die jetzt in dem Logarithmus dann sind. Nicht wahr? Also wenn Sie die letzten Endeffekt miteinander teilen und Sie haben die gleiche Basis, nämlich jetzt sind die Basis e, weil ich das jetzt hier auf die Basis e dann bezogen hatte. Also allein steht ja für den Logarithmus zur Basis e. Dann ist der Logarithmus eines Quotienten, also eines Verhältnisses, nichts anderes als die Differenz der Logarithmen. Ja, und die Differenz der Logarithmen sind ja letztendlich im Endeffekt diese Logarithmen. Wachstumsraten heißen jetzt die, oder Logrenditen heißen die in der Praxis, oder man sagt dazu die stetigen Wachstumsraten. Wie gesagt, warum, werde ich Ihnen nur später erklären. Sie sollen das hier nur ausrechnen. Ohne weiteres kommt man auch nicht darauf. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Sie darauf kommen, dass es so ist. Ja, und dann schaut man sich dann an, was damit passiert. Jetzt passen Sie auf, um den Grenzwert zu berechnen. Das müssen Sie nicht wissen für die Klausur, aber dann muss ich dann sozusagen in den Logarithmusoperator einbrechen. Das sollten Sie vielleicht wissen, dass der Grenzwert eines Logarithmuses der Logarithmus des Grenzwertes ist. Also wenn eine Folge, ne, ich meine, Grenzwerte beziehen sich jetzt in anderen Folgen, wenn Sie eine Folge logarithmieren und mal angenommen, die Folge ist schon konvergent, nicht wahr? Das hat also einen Grenzwert. Dann können Sie den Grenzwert der neuen Folge berechnen, also der logarithmierten Folge berechnen, indem Sie jetzt immer noch den Grenzwert logarithmieren. Das ist eigentlich alles. Ja? Also der Logarithmus eines Grenzwertes ist der Grenzwert der Logarithmen. Und deswegen kann ich dann sozusagen die beiden Operatoren hier vertauschen. Das heißt also, der Grenzwertoperator, nennen wir es jetzt mal so, kann mit dem Logarithmusoperator getauscht werden. Sie können da sozusagen problemlos da jetzt hier dann mühelos hier in den Fall einbrechen. Natürlich müsste ich das eigentlich beweisen, ja? Also wenn ich das jetzt hier dann anwenden wollen würde. Ich meine, jetzt die Frage, wie komme ich darauf? Also, ne, aber gut, also das hat was mit streng monoton steigenden Funktionen zu tun. Der Logarithmus ist streng monoton steigende Funktion, ne? Aber gut, egal. Unter anderem, nicht wahr? Also wenn jetzt sie dann sozusagen, wenn die Argumente konvergieren, konvergieren auch die Bilder. Ne? Das kann man dann zeigen. Nicht? Und das ist sozusagen die Erklärung dafür. Naja. Gut, werde ich jetzt hier aber nicht auseinandernehmen, also ich verspreche, solche Sachen werden Sie auch nicht machen müssen. Aber ich möchte jetzt hier dann vielleicht mal anschauen, was jetzt hier dann los ist. Ja, und der Logarithmus von 1 ist ja im Prinzip ja auch 0, also auch bei den stetigen, die stetigen Wachstumsraten konvergieren ja auch 0. Das wäre jetzt hier dann noch nicht anders zu erwarten gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist jetzt hier dann der Grenzwert innerhalb jetzt hier dann, ne, von diesem Ausdruck ja gleich 1? Das sieht man jetzt hier eigentlich auch schon. A plus B mal T. Und dann haben Sie unten nebeneinander a plus b mal t minus b. Ja, das heißt also, die beiden unterscheiden sich jetzt hier dann nur bezüglich minus b. Es ist ja so, wenn beide dann gegen unendlich gehen, was sie auch tun, dann ist die Differenz sozusagen jetzt hier dann von den beiden natürlich jetzt hier dann b bzw. minus b. Aber je größer die werden, beide, desto geringer ist jetzt hier dann zwar der Unterschied verhältnismäßig gesehen, nicht wahr? Sodass dann die beide gegen 1, also zusammengenommen, das Verhältnis der beiden gegen 1 strebt. So denke ich eigentlich klar sein auch. Ne? Im Prinzip. Ne? Also wenn die Differenz immer gleich bleibt, ne? Zum Beispiel, was weiß ich, sie fangen bei 1 an und die andere ist 3. Ne? Dann ist das Verhältnis zwischen 3 und 1 natürlich 3. Aber wenn sie bei 1000 angekommen sind, zum Beispiel 1000 und 1003, beispielsweise, dann ist das Verhältnis 1003 geteilt durch 1000 fast 1 schon. Ne? Also das Verhältnis der beiden wird dann immer kleiner, aber es wird nicht kleiner als 1 werden. Das heißt, gegen 1 wird das jetzt hier dann streben. Da kommt das jetzt hier dann her. Wie gesagt, aber Grenzwerte werden jetzt hier dann nicht irgendwie schwerpunktmäßig jetzt hier dann das Thema sein. Ab und zu vielleicht bei Integralrechnung müssen Sie jetzt hier dann sowas machen, aber das sind jetzt hier dann so Standardsachen. Ja, eigentlich sollte man das jetzt hier dann problemlos dann haben. Ja, wenn Sie das anders sehen, teilen Sie es mir mit. Machen vielleicht auch mal dazu nochmal was. Ja, zum Thema Grenzwert. Also jetzt passen Sie auf. Ich behalte jetzt hier mal die stetigen Wachstumsraten bei und betrachte das jetzt hier aus Sicht einer exponentiellen Zeitreihe. Dann ist mal exponentielle Zeitreihe, also wo jetzt hier dann sozusagen der Wert exponentiell mit der Zeit dann wächst. Ja. Weil da ist jetzt nämlich erstaunlicherweise so, dass jetzt hier dann bei den stetigen Wachstumsraten die Rechnung einfacher wird. Ja. Also warum man das macht, vielleicht nochmal dazu, weil die Rechnung jetzt hier dann, gerade jetzt hier bei exponentiellem Wachstum, jetzt hier das dann vereinfacht. Und gerade wegen dem Zinseszinseffekt zum Beispiel ist es damit leichter, glauben Sie mir. Also gerade jetzt hier dann praktisch gesehen, also die Rechnungen sind dann leichter. Hm? Auch wenn Sie das vielleicht jetzt hier am Anfang noch nicht so sehen würden. Aber spätestens dann, wenn Sie sich da so ein bisschen damit beschäftigen, würden Sie das jetzt hier dann zumindest dann auch sehen.
Na gut, also hier sehen Sie das dann auch schon. Ja, wie gesagt, wir machen es für beide, aber ich habe jetzt hier mal bestätigen, der hat sie dann zuerst gemacht, ja, bei der Aufgabe. Also wie gesagt, die Differenz der logarithmierten Werte ist oder sind die Logrenditen, das sollte jetzt sie dann nochmal sehen. Also das heißt, ich betrachte jetzt hier dann die Logarithmus-Sezine von dem Anfangswert, ne? Und dann minus jetzt hier dann die Logarithmus, den Wert des dann, des Zeitpunktes davor. Also das heißt, um jetzt den zu berechnen, muss ich ja nur noch im Prinzip jetzt hier dann t, ne, was jetzt hier dann ist, durch t minus 1 ersetzen, ne, weil das ist jetzt hier dann die Differenz der logarithmierten Werte. Bitte beachten Sie, die Differenz der logarithmierten Werte ist nicht das gleiche wie der Logarithmus der Differenz. Die Differenz der logarithmierten Werte ist nämlich das Verhältnis, also der Logarithmus des Verhältnisses und nicht der Logarithmus der Differenz daraus. Naja, gut, also das sollte man jetzt hier auch schon zumindest dann hinkriegen. Jetzt ist es dann die Rechnung, also die dazu führt, ist jetzt nicht mehr schwierig. Denn wie gesagt, ich habe jetzt hier das auch schon mal gesagt, nicht wahr? Die Differenz der Logarithmen ist der Logarithmus des Verhältnisses der beiden. Sie müssen die beiden jetzt hier dann in die Verhältnisse untersetzen. Wenn Sie das nochmal verstehen wollen, vielleicht hatten Sie das in der Schule noch nicht richtig gelernt, ja. Wenn Sie zwei Potenzen miteinander teilen, die die gleiche Basis haben, dann müssen Sie die Exponenten subtrahieren. Das ist genau das, was Sie tun, weil Logarithmen ja Exponenten sind. Ich habe mal vor 100 Jahren auch dazu mal ein Video gemacht, also wenn Sie wollen, können Sie sich das nochmal anschauen. Ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten gar nicht wissen, was Logarithmen sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mal gucken. Vielleicht orten Sie sich und verraten es mir dann. Dann poste ich auch mal ein Video dazu. Na gut. Okay, also die Differenz der Logarithmen ist der Logarithmus des Verhältnisses. Vielleicht haben Sie das aus der Schulzeit noch jetzt hier genannt. So, dann kann ich jetzt hier nochmal das a kürzen. Und wenn ich zwei Potenzen gleicher Basis habe, dann kann ich die Exponenten voneinander abziehen. Das tue ich dann auch. Also das mache ich jetzt hier in dem Schritt. Also e hoch das eine, minus das andere. Ne? Also der eine Exponent minus der andere. Und dann 0,01 mal t minus 0,01 mal t ergibt dann 0. Und dann bleibt jetzt hier noch minus bei minus 1 übrig. Also in dem Fall dann, oder beziehungsweise 0,01 davon. Das heißt, ich habe jetzt hier dann ln von e hoch 0,01. Und der Logarithmus und die Exponentialfunktion heben sich ja gegenseitig auf, weil die eine ist jetzt hier natürlich die Umkehrfunktion des anderen. Nicht wahr? Also e hoch was ergibt jetzt hier in dem Fall e hoch 0,01 und dann ist natürlich die Antwort 0,01, was denn sonst? Ne? Also das heißt also, wir haben jetzt hier im Gegensatz beim linearen Wachstum, haben wir bei exponentiellem Wachstum konstante Wachstumsraten. Da ist die Wachstumsrate konstant. Ne? Da wächst ja die Zeitreihe exponentiell. Im Übrigen, das ist jetzt hier dann auch das andere. Also wenn die Wachstumsrate konstant bleibt, mal angenommen, der Aktienkurs wächst jedes Jahr um 10%, mal angenommen, dann wächst die Zeitreihe exponentiell. Also der Wert der Aktie wächst dann exponentiell mit der Zeit. Und das ist genau das, was wir hier rausbekommen haben. Ja? Das ist ja eine Konstante. Da taucht jetzt hier dann das T nicht mehr auf. Das heißt, der Grenzwert davon wird natürlich jetzt hier dann 0,01 bleiben. Ja? Weil es ist ja mit der Zeit immer gleich. Das ist der Unterschied. Also beim linearen Wachstum sind die Zuwächse konstant. Beispiel, Ihr Vermögen erhöht sich jeden Monat um 100 Euro. Bei exponentiellem Wachstum sind die Wachstumsraten konstant. Prozentuale Änderung. Jedes Jahr wächst es um 10%. Wachstumsrate bleibt gleich. Das ist das, was wir haben. Naja, okay, ich hoffe, dass Sie das verstehen. Das konnte man jetzt hier eigentlich ganz gut sehen. Jetzt mache ich das jetzt hier noch für den stetigen Fall. Also gerade bei jetzt, also sorry, ich habe es ja gerade für den stetigen Fall gemacht. Jetzt machen wir es auch mit diskreten schnell. Na, die Zuwächse geht dadurch jetzt hier dann die Werte davor. Das habe ich jetzt hier mal eingeblendet. Wenn Sie vielleicht wollen, können Sie auch mal davon ein Standbild machen. Also da habe ich jetzt hier nochmal, um das zu erklären. Ich habe jetzt nicht animiert. Irgendwie habe ich jetzt vergessen. Sorry. Ja, also hier der eine, das ist jetzt hier dann xt und das ist jetzt hier dann der andere, xt minus 1 geteilt durch xt minus 1. Ich glaube, das sieht man hier relativ leicht. Ne? Da haben Sie jetzt hier dann xt drin, da haben Sie xt minus 1 drin und unten haben Sie xt minus 1 drin. So, jetzt habe ich dann Folgendes gemacht, den nächsten Schritt. Ich habe den Bruch auseinandergezogen. Es geht, ne? Das durch das, minus das durch das. Es geht dann schon. Also um mir vielleicht mal eine Analogie zu geben, mal angenommen, Sie haben jetzt hier dann 3 Siebtel minus 1 Siebtel, sind ja 2 Siebtel. Ja, das heißt also, da kann ich auch schreiben, statt 2 Siebtel kann ich dann schreiben 3 minus 1 geteilt durch 7. Und 3 minus 1 geteilt durch 7, was ja 2 Siebtel ist,
ist ja 3 Siebtel minus 1 Siebtel, weil es ist ja 3 minus 1 Siebtel. Also das heißt, man kann den Buch auseinanderziehen, wenn man jetzt hier dann quasi Zähler und also irgendwie im Zähler jetzt hier dann was addiert oder was subtrahiert, dann kann man das ja splitten. Das hatte ich ja hier getan. Der Vorteil ist, wenn ich das splitte, gucken Sie mal, dass dann na, hier beim zweiten Bruch das hier geteilt durch das geteilt wird und da kommt dann 1 raus, weil die beiden Ausdrücke gleich sind. Und dann kürze ich das a raus, ne? Sieht man hier eigentlich auch leicht. Und nachdem Sie jetzt hier dann das a rausgekürzt haben, haben Sie jetzt hier dann zwei Potenzen, die Sie jetzt hier dann miteinander teilen, die die gleiche Basis haben. Wenn Sie zwei Potenzen miteinander teilen, die die gleiche Basis haben, müssen Sie die Exponenten nur voneinander abziehen. Ja, und da bleibt jetzt C dann auch übrig. Also das heißt, da haben Sie jetzt e hoch 0,01 minus 1 übrig. Der Ausdruck sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber das ist trotzdem konstant. Ja, da müssen Sie jetzt hier nochmal das bedenken, dass der Ausdruck konstant ist, beziehungsweise konstant geblieben ist. Ja, da taucht jetzt hier dann das t, also sprich die Zeitkomponente, nicht dann auf. Das heißt also, egal was der Ausdruck jetzt hier dann ist, also gerundet zum Beispiel, können Sie sich das mal ausgeben lassen. Der bleibt gleich. Jedes Jahr. Also wenn das jetzt hier jährliche Beobachtungen sind, mal angenommen. Jetzt ohne Beschränkung der Allgemeinheit könnte man das jetzt hier dann eigentlich tun. Alles klar, also wie gesagt, egal ob diskret oder stetig, nicht wahr? Wenn die Zeitreihe exponentiell wächst oder irgendwas exponentiell wächst, dann ist die Wachstumsrate konstant. Und umgekehrt auch, wenn die Wachstumsrate konstant ist. Also wenn die prozentuale Änderung des Wertes immer gleich bleibt, dann wächst wiederum die Zeit da exponentiell. Also es geht auch in eine andere Richtung, kann man auch zeigen, wenn man so will. Also ich gebe Ihnen die Wachstumsrate vor und dann rechnen Sie ja die Zeitreihe dann aus. Egal, ob jetzt in der diskrete oder stetige Version. Wie gesagt, also die stetige Version, da bekenne ich mich schuldig, ich habe Ihnen die Formel nicht erklärt. Ich hatte keine Zeit, weil das ist so ein... Ja, verstehen Sie, Mut zur Lücke halt. Ja. Ja. Nein, okay, also ich mache einen kleinen Nachtrag, versprochen. Ja, sobald ich dafür Zeit habe, versprochen. Aber wie gesagt, ignorieren Sie das erstmal, weil Sie müssen das jetzt hier dann für die Folgethemen nicht wissen. Verstehen Sie, wäre das relevant gewesen für die Folgethemen, hätte ich es gemacht. Aber da muss ich auch mal so ein bisschen cutten, ja, weil wir sind schon sehr unter Zeitdruck. Das muss ich leider dummerweise jetzt hier dann auch sagen. Ja. Und das ist jetzt so ein Aspekt, wo ich dann nicht so viel Zeit jetzt hier dann, also halbe Stunde möchte ich da nicht investieren, damit Sie dann es dann eigentlich in keinem anderen Bereich dann mal brauchen. Bei dem Kontingenzkoeffizienten ist es anders, weil die erwarteten Häufigkeiten müssen Sie zum Beispiel jetzt hier doch im Rahmen des sogenannten Chi-Quadrat-Unabhängigkeits ausrechnen. Also da lohnt sich das dann schon, eine halbe, dreiviertel Stunde jetzt hier dann zu investieren für, also für mich, aber auch für Sie. Also wie gesagt, haben Sie Nachsicht, wenn Sie das wissen wollen, warum das jetzt hier dann gilt, werde ich das jetzt hier nochmal erklären. Aber naja, wie gesagt, Wachstumsraten sind konstant bei exponentiell wachsenden Werten, egal ob diskret oder stetig, also egal ob Sie die eine Version betrachten oder die andere. So, jetzt machen wir jetzt hier dann die Aufgabe 10. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, nicht wahr? Da so eine Art Kontingenztabelle wieder mal, ne? Also es gibt jetzt hier dann Finanzklausur, es gibt dann die Matheklausur und so weiter und dann Durchfallquote, bla bla bla. OMAT, bla bla bla, 250 Studenten machen dann beides, ja, also Mathe und Finanzen und dann 30 bestehen weder Mathe noch Finanzen. Das ist alles. Und dann sollen Sie jetzt in der Teilaufgabe A die Kontingenztabelle aufstellen, Teilaufgabe B irgendwelche bedingte Häufigkeiten berechnen, werde ich das mal tun. Ja, okay. Also, bedingte Häufigkeit, was die Bedingungen und so weiter, von was, bezüglich was, aber werden wir nochmal sehen. Dasselbe machen Sie dann bitte jetzt hier dann auch in Aufgabe C und dann in Aufgabe, also sowas Ähnliches halt, das ist nicht dasselbe, aber sowas Ähnliches, zumindest bedingte Häufigkeiten, sehen Sie mal gleich. Und dann bei der Aufgabe Dora werde ich den Kontingenzkoeffizienten berechnen, das ist der Plan. Also das ist sozusagen jetzt hier, wie ich dann die Aufgabe jetzt hier dann aufgesetzt habe. Ich habe das jetzt hier dann nicht mehr durchnummeriert und so, weil ich das nicht mehr einblende. Also erst stelle ich die Kontingenztabelle auf, dann rechne ich damit irgendwelche Zeugs aus und dann zum Schluss jetzt hier dann oder den Kontingenzkoeffizienten. Ja? Na gut, okay, also schauen wir uns das mal an, wie das jetzt hier dann geht. Zunächst mal, ja, die Information hier dann gegeben wurde, reicht aus, um die Kontingenztabelle zu bestimmen. So sieht es dann halt aus. Es gibt ja sozusagen immer zwei Möglichkeiten, OMAT
Und OFIN, also Finanzen und Mathe, sie haben entweder bestanden oder nicht bestanden und sie haben jetzt hier beide Klausuren geschrieben. Das heißt, es gibt jetzt hier dann vier mögliche Ausgänge. Entweder bestehen sie beide oder keine von den beiden oder nur genau eins. Ich war und insgesamt gab es jetzt hier dann 250 Leute. Das ist dann die Information, die man jetzt hier dann hat. Also das ist die Summe. Ich war, die kommt ja dann dahin. Und dann gibt es jetzt hier noch die Information. Und zwar, dass die Durchfallquote bei Finanzen 24% beträgt. 24% von 250 sind jetzt hier dann 60. Ja, bisschen Prozentrechnung ist jetzt hier auch mit dabei. Na, wie Sie sehen. Naja, gut. Um das jetzt hier dann zu berechnen, müssen Sie jetzt einfach nur, ja, wenn Sie das nicht wissen, wie es geht, also einige Leute wissen das nicht, Sie müssen dann einfach nur die 250 mit 0,24 mal nehmen. Und dann haben Sie 24% von 250. Ja, so. Also gut. Ja, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Gehen wir mal einfach davon aus. Gut, hier Durchfallquote bei Mathe 32%. Ja, 250 mal 0,32 ist dann das hier. Und dann habe ich jetzt hier daraus wiederum, ne, also da kann ich jetzt hier dann nochmal sehen, wie viele jetzt hier nochmal, ne, das ist jetzt hier noch zusätzlich gegeben. Wie viele Leute weder Mathe noch Finanzen bestanden haben, es waren 30. Ja? Dann wissen Sie dann auch schon, im Prinzip können Sie ja diese Summe dann auch ausrechnen, das ist jetzt hier auch nicht schwierig, dann 250 minus 80 sind 170, nicht wahr? Können Sie das auch ausrechnen? Da kann ich jetzt hier auch ausrechnen, wie viele Leute jetzt in der Mathe nicht bestanden haben, aber Finanzen schon. Ja, das waren ja 50, das ist jetzt hier dann diese Summe. Und nicht wahr? Und dann hier muss dann auch 60 in der zweiten Spalte jetzt hier dann herauskommen dabei. Das heißt, 60 minus 30 sind dann 30. Das geht jetzt eigentlich ganz schnell. Ja, und dann, wie gesagt, 170 ist hier leider verschwunden beim Meditieren. Aber gut, egal. 250 ist die Summe der aller Beobachtungen. Wenn Sie jetzt 150, 30 und 30 davon abziehen, bekommen Sie 140 heraus. Also 140 haben beide bestanden. Und so weiter. Also hier 190. Und da, das hatte ich auch schon mal berechnet, 170, aber naja, hatte ich jetzt irgendwie leider ausgeblendet gehabt. So, das ist die Kontingenztabelle, meine Damen und Herren. Also, das sind jetzt die beobachteten Häufigkeiten hier bei der Klausurpaarung, Semester, was weiß ich, wie auch immer, mal angenommen. Ja? Gut, jetzt dann in den nächsten Teilaufgaben sollen Sie unter anderem jetzt hier dann ausrechnen, und zwar den Anteil derer, die Finanzen bestehen, also die Finanzen bestanden haben, sorry, unter denen die UMAT bestanden haben. Unter denen die UMAT bestanden haben, sind jetzt hier dann die hier, 170. Und von den 170, wie viel haben jetzt hier dann im Prinzip dann Finanzen bestanden? 140. Also 140 von 170. Na, die, na, können Sie ja sagen. Na, die Mathe bestanden haben, haben auch Finanzen bestanden. Deswegen also ist der Anteil jetzt hier dann ungefähr das hier. Das sind jetzt hier dann ungefähr 82% dann. Also 82% von denen, die Mathe bestehen, haben auch Finanzen bestanden. Bedingte Häufigkeit. Gemeinsame Häufigkeit geteilt durch jetzt hier in dem Fall die Häufigkeit der Bedingung. Das ist immer dasselbe. Das hatten wir jetzt hier auch mit diesen Aufgaben gemacht in der Vorlesung, jetzt hier dazu Kriminalitätsstatistik, politisch motivierte Straftaten in Berlin und so weiter, Anteil der Terroristen unter den Frauen. Ja, okay, so funktioniert das. Ja? Also hier habe ich jetzt hier auf die Formalien verzichtet. Ich hoffe, das ist okay. Ich meine, Sie müssen ja die Werte haben. Ja? Aber die sind jetzt hier dann zumindest auch im Skript benannt worden. Das ist jetzt hier dann die nächste Teilaufgabe. Anteil jener, die Mathe nicht bestanden haben, unter denen die Finanzen nicht bestanden haben. Also unter denen die Finanzen nicht bestanden haben. Das ist die Bedingung. Bedingung ist, die Leute haben Finanzen nicht bestanden. Wie viele waren es? Müssen Sie mal reingucken. 60. Das waren ja die hier. Das waren die, die Finanzen nicht bestanden haben. Und unter denen die Mathe nicht bestanden haben? Die Hälfte. Das waren die Hälfte. Also die Hälfte von denen, die Finanzen nicht bestanden haben. Die Hälfte von denen haben auch Mathe nicht bestanden. Bedingte Häufigkeit. Ja, meine Damen und Herren, das ist nicht schwer. Sie müssen ja nur zwei Zahlen miteinander teilen. Die Kunst ist natürlich, jetzt hier dann herauszulesen, welche. Die Bedingung steht unten, die gemeinsame Häufigkeit oben. Das ist alles. Da müssen Sie, ne, so ein bisschen das auf der Zunge zergehen lassen. Bedingte Häufigkeit berechnen Sie dann immer.
Werden wir auch bei bedingten Wahrscheinlichkeiten genauso machen. Ja, das sehen Sie dann nochmal später. Naja, hier sind nochmal die beobachteten Werte und jetzt berechnen wir die erwarteten. Warum die erwarteten? Weil Kontingenzkoeffizient. Ich möchte ja messen, ob es einen möglichen Zusammenhang gibt zwischen den Leuten, die Mathe bestehen und zwischen den Leuten, die Finanzen bestehen. Sollte ja tendenziell so sein. Also tendenziell vielleicht, ne, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber tendenziell, ne, wenn sie die eine Klausur bestehen, wenn, dann sollte die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer sein, dass sie auch die andere bestehen. Gibt es ja einen Zusammenhang jetzt hier zwischen den beiden, eventuell. Ne? Wenn es keinen Zusammenhang gibt, dann halt nicht. Ne? Können sie ja keine Synergien jetzt hier daraus machen. Ich meine, bei Finanzen müssen sie auch ein bisschen rechnen. Ne? Also Mathe hilft dann schon. Naja gut, aber das werden wir ja sehen. Also ob das jetzt hier dann auch mal einen Zusammenhang direkt nochmal gibt und das werden wir dann messen. So jetzt ist die Frage, berechne ich jetzt hier dann die erwartete Häufigkeit in der ersten Zeile, erste Spalte. Erste Zeile, erste Spalte. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen jetzt hier dann die Summe der ersten Zeile und Sie brauchen jetzt hier die Summe der ersten Spalte, die multiplizieren Sie miteinander. Also das sind ja die gleichen Werte, weil wie gesagt, das was oben ist ja auch unten. Na, die Ränder sind gleich zumindest, ne? Die Ränder. Ja, und das teilen Sie jetzt hier dann durch den Stichprobenumfang und dann bekommen Sie jetzt hier dann genau 129,2. Das heißt, also im Prinzip unter Unabhängigkeit, also mal angenommen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Leuten, die Mathe bestehen und Leute, die jetzt hier in Finanzen bestehen. Dann hätten wir erwartet, dass sich in dieser Kategorie 129 Personen befinden, ungefähr 129,2, etwas genauer zu sein. Wenn es keinen Zusammenhang gibt. Ne? Wenn. Werden wir nochmal sehen. Gut, hier zweite Zeile, erste Spalte, wie gesagt, die Überschriften nicht mitgerechnet und auch die Ränder nicht. Also zweite Zeile, erste Spalte, brauchen Sie jetzt in eine Summe der zweiten Zeile und dann brauchen Sie die Summe der ersten Spalte. Die beiden multiplizieren Sie miteinander, teilen jetzt hier dann durch den Stichprobenumfang, also durch den gesamten Stichprobenumfang und bekommen Sie jetzt hier eine 60,8 raus. Natürlich gibt es keine 60,8 Menschen, aber hätten 2500 mitgeschrieben, hätten wir vielleicht sagen können, dass wir jetzt hier dann hier 600 in diese Kategorie, ne? Also Finanzen ja, Mathe nein, 608 Leute erwartet hätten. Also wie gesagt, ist mir schon klar, dass es keine 60,8 Leute gibt, aber trotzdem lassen Sie das mal so sein. Und hier muss ich auch nicht runden, Gott sei Dank, ne? Deswegen, weil die Werte exakt sind, die behalte ich jetzt hier dann mal bei. Erste Zeile, zweite Spalte, Summe der ersten Zeile mal Summe der zweiten Spalte geteilt durch den Stichprobenumfang. Weil wir jetzt hier dann dort sind. Das sieht man ja eigentlich ganz gut. 40,8. So, dann haben wir hier zweite Zeile, zweite Spalte. Summe der zweiten Zeile mal die Summe der zweiten Spalte geteilt durch den Stichprobenumfang. Und das ist dann das hier, was Sie dann bekommen. Na, das sind die erwarteten Werte. Also, Sie können die Rechnung ignorieren. Und dann stellen Sie sozusagen die beobachteten Häufigkeiten den erwarteten Häufigkeiten gegenüber im nächsten Schritt. Um jetzt hier dann die miteinander zu vergleichen, berechnen wir jetzt hier dann die sogenannte Chi-Quadrat-Teststatistik. Die Chi-Quadrat-Teststatistik misst ja nämlich jetzt hier dann genau das, die Unterschiede zwischen das, was man jetzt hier dann sieht und das, was man erwartet hätte. Wie bei meiner Vorhersage zu Mr. Olympia. Nur, dass ich da jetzt hier dann keine Häufigkeiten angegeben hatte. Sondern Platzierung, das geht ja nicht so leicht. Aber es ist so ein bisschen ähnlich. Ja? Das, was man erwartet, beziehungsweise das, was man jetzt dann beobachtet. Naja, gut, also da, wie gesagt, messen wir jetzt hier dann die Unterschiede. Und das ist jetzt hier auch nicht schwierig, das hat man jetzt nämlich gemacht. Und zwar, die Unterschiede werden dann zustande kommen, also oder gemessen, an der Summe der quadrierten Abweichung zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten, vielleicht erinnern Sie sich daran, jeweils relativ zu den erwarteten Häufigkeiten. Also wir berechnen sozusagen die quadrierte Differenz zwischen den beobachteten und der erwarteten Häufigkeiten und teilen diese quadrierte Differenz durch die erwartete Häufigkeit. Das machen wir für alle vier Kategorien, weil es ja vier Kategorien gibt. Das sehen Sie jetzt hier nochmal. Also ich fange jetzt hier mit den ersten dann an. Chi-Quadrat-Teststatistik habe ich jetzt hier mal so hingeschrieben. Das können Sie eigentlich nennen, wie Sie wollen. Also Chi sieht so ein bisschen aus wie ein X. Ja? Also ein bisschen halt vielleicht geschwungener oder so. Das passen Sie auf. 140 minus 129,2. Die Differenz der Abweichung. Das ist das hier. Das ist noch nicht alles. Weil die Differenz der Abweichung, wir haben jetzt hier dann sozusagen jetzt hier das noch nicht fertig, muss noch quadriert werden. Wir berechnen die quadrierte Differenz zwischen Beobachtung und Erwartung. Na, das heißt also, die quadrieren wir und teilen das dann durch die erwartete Häufigkeit.
Ne? Also Beobachtung minus Erwartung zum Quadrat geteilt durch die Erwartung. Und das machen Sie bitte für alle Kategorien aus der Kontingenztabelle. Wenn das eine 2,2-Kontingenztabelle ist, die zwei Zahlen zerspalten, wohlgemerkt, dann gibt es jetzt hier dann vier Summanden, die Sie bestimmen müssen. Ja, das ist jetzt hier dann dasselbe. Also ich habe das jetzt hier mal ausführlich gemacht bei der, aber bei dem anderen jetzt hier dann nicht so ausführlich. Ne? Das, was ich beobachte, also ist für die Animation halt, das, was ich beobachte, minus das, was ich erwarte, zum Quadrat geteilt durch das, was ich erwarte. Das, was ich beobachte, minus das, was ich erwarte, zum Quadrat geteilt durch das, lieber dasselbe. Ne? Das, was ich beobachte, minus das, was ich erwarte, zum Quadrat geteilt durch das, was ich erwarte. Ne? Für alle Kategorien aus der Kontingenztabelle. Wenn Sie das gemacht haben, meine Damen und Herren, ja, dann summieren Sie das auf und berechnen dann die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen Beobachtung und Erwartung, jeweils relativ zu den Erwartungen. Das war jetzt in dem Fall dann der letzte Schritt. Ne? Gut, also hier brauche ich auch einen Taschenrechner, muss ich zugeben. Das kriege ich im Kopf nicht hin. Und der Wert, der jetzt hier dann herauskommt, ist jetzt hier dann gerundet bei mir. Ich habe das jetzt hier auf 6 Stellen gerundet, weil ich jetzt hier dann mit dem gerundeten Wert weiterrechnen will und so wenig Fehler wie möglich jetzt hier dann haben möchte. Bei Ihnen würde es dann reichen, wenn Sie das 4 Stellen hinter dem Komma runden. Ja? Ich habe das jetzt hier mal auf 6 Stellen gemacht. Also wie gesagt, also da bin ich da bei den Zwischenwerten etwas vorsichtiger. Ja, aber wenn Sie 4 nicht nehmen, passiert da nicht viel. Also wie gesagt, das ist jetzt hier nicht mehr so viel. Naja, Chi Quadrat der Statistik, was sagt mir das? Ja, nicht viel. Summe der quadrierten Abweichungen zwischen Erwartung und Beobachtung relativ zu den Erwartungen, jeweils bei den entsprechenden Kategorien. Ja, und je größer diese Abweichung wird, umso größer ist die Chi Quadrat der Statistik. Nicht wahr? Je kleiner, desto kleiner. Ne? Also je größer die Abweichungen sind, ne, zwischen beobachteten und erwarteten Werten. Und je größer die Abweichungen sind zwischen beobachteten und erwarteten Werten, weil die erwarteten hätten, also haben wir unter der Annahme der Unabhängigkeit ausgerechnet, das ist jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen, aber die Erwartungen beziehen sich auf Erwartungen bezüglich Unabhängigkeit. Also mal angenommen, wir wüssten, dass es dann keinen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Gruppen, gar keinen. Hm? Welche Häufigkeit hätten wir erwartet? Also unter Unabhängigkeit wohlgemerkt. Und je größer, wie gesagt, die Abweichungen dazu werden, umso geringer ist die Chance für Unabhängigkeit, zumindest aus empirischer Sicht, wenn man das jetzt hier vielleicht so sagen würde. Wo man die Grenze zieht, da kann man, das kann man ja testen, das werden wir auch tun. Das ist beim sogenannten Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest. Und da sehen Sie dann auch nochmal, wie das dann geht, also wie man da die Grenze ziehen kann. Naja, also was ist das Minimum aus Zahlen und Spaltenanzahl? Gut, also ich habe jetzt hier eine 2,2-Kontingenztabelle. Das ist eine Hilfsgröße, was ich jetzt übrigens brauche noch zusätzlich. Ich habe jetzt hier auch bei der Aufgabe auf die formale Darstellung verzichtet. Sie wollen ja sozusagen jetzt hier dann anwenden, also primär geht es jetzt hier dann nicht um die Formelchen. Naja, und dann nehme ich den Kontingenzkoeffizienten und zwar, also da schreibe ich das jetzt hier nochmal dann auf. Und also hier, Chi-Quadrat der Statistik, das kommt jetzt hier dann in den Zähler unter der Wurzel. Geteilt durch, passen Sie auf, den Stichprobenumfang, das sind jetzt hier dann die Summe der Beobachtung, die hätte ich auch nehmen können, mal in Klammern das Minimum aus Zahlen und Spaltenanzahl minus 1. Also das ist dann na, die Struktur, wie man das hat. Also wo die 1 herkommt, das brauchen wir jetzt hier dann nicht zu sehen. Das kann man aber zeigen, ja, das ist egal, was da rauskommt, dabei die Chi-Quadrat der Statistik niemals größer werden könnte als 250. Also ganz gleich. Wie Sie das jetzt hier dann nochmal sehen. Jemand hat mich mal gefragt, wie man das zeigen kann. Es ist eigentlich gar nicht schwierig. Besetzen Sie mal die Hauptdiagonale mit den entsprechenden Werten und die Nebendiagonale mit 0. Dann hätten Sie sozusagen so den Fall, dass man da jetzt hier so eine perfekte Abhängigkeit hat. Und da sieht man es. Naja, gut, aber das müssen Sie nicht tun. Und dann kann man das mit Induktion dann sozusagen erweitern. Wir haben jetzt hier dann im weiteren Verlauf, ja gut, wieder den Taschenrechner zu benutzen. Wie gesagt, ich habe deswegen 6 Stellen mitgenommen, um das jetzt hier dann so genau wie möglich jetzt hier dann angeben zu können. Und dann haben wir jetzt hier dann einen Kontingenzkoeffizienten raus von 0,217. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das der richtige Wert. Also der Zusammenhang ist nicht so stark, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Das ist das, was man jetzt hier dazu sagen würde. Ja. Ich meine, die Abweichungen sind jetzt nicht so groß, also bezogen auf 250 Leute, ja, sind wir sozusagen die Abweichungen so plus minus 10, ja, immer, ja, also ungefähr, das ist nicht ganz, aber gucken wir es mal an, gucken Sie mal. Abweichung zwischen Beobachtung und Erwartung, ja, jetzt nicht 10, aber fast, ja, also ein bisschen mehr natürlich, aber ist egal, hier 50 versus 60,
ja, 10, 30 minus 40. Ja, okay, also verstehen Sie, was ich meine? Ja, also bei jeden Kategorien ist die absolute Abweichung 10. Wenn ich die quadriere, kommt dann ungefähr 100 raus. Ja. Und wenn ich die sozusagen auf die relativen Werte beziehe, ja gut, also das hängt dann sozusagen von den entsprechenden Häufigkeiten dann ab, die man jetzt erwartet hätte. Aber dann wären die Abweichungen tatsächlich gar nicht so groß. Das heißt also, hier bei der Klausur scheint das zumindest so gewesen zu sein, dass es eigentlich keinen Zusammenhang gab zwischen Finanzen, also nicht so großen Zusammenhang gab zwischen den Leuten, die Finanzen gut konnten und die Leute, die Mathe gut konnten. Und die Erklärung könnte zum Beispiel sein, dass bei Finanzen vielleicht das mehr eine Laberklausur war, verstehen Sie? Also, ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen zu deutlich. Ich meine, das ist jetzt hier frei erfunden, das Beispiel ist ja völliger Quatsch, aber könnte ja auch sein, ja. Also bei Ethik zum Beispiel, also, Sie haben, glaube ich, Wirtschaftsethik irgendwie, ja. Ich glaube, da muss man nicht rechnen, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Also, da bringen Ihre Mathekenntnisse ja, nicht so viel. Schade eigentlich. Na gut, okay. Zu meiner Zeit gab es das gar nicht. Wir hatten keine Wirtschaftsethik gehabt. Ja. Das gibt es jetzt seit der Finanzkrise. Wir sollen ja verantwortlich sein, ja, für das, was dann staatliche Institutionen dann verbockt haben. Naja. So viel dazu. Lassen wir das Thema lieber. Gut, okay. Naja, also nächste Aufgabe, Aufgabe 11. In der folgenden Tabelle sind Prognosen und das tatsächliche Wachstum des Bruttosozialprodukts jetzt hier dann aufgeführt. Also hier nochmal die Aufgabenstellung. Das läuft jetzt hier auf eine lineare Regression hinaus. Das sieht man eigentlich auch schon in der Notation. X und Y. Also es gab Prognosen, es gab hier die beobachteten Werte und da sollen Sie sozusagen im Prinzip damit messen, wie gut die Prognose war. Ja, also das machen wir jetzt hier dann über den Korrelationskoeffizienten. Unter anderem. Und wir bestimmen auch eine Regressionsgrad. Im Übrigen, wenn Sie dazu nochmal alle Zahlen haben wollen, jetzt hier dann zu der Aufgabe 11. Ich habe eine Excel-Datei vorbereitet und die habe ich dann auch hochgeladen. Die befindet sich im Ordner Sonstiges. Also wenn Sie da nochmal auf den Link klicken zu den Lehrmaterialien unten in der Videobeschreibung, da gibt es vier Ordner, glaube ich, bisher. Vielleicht gibt es nochmal einen fünften irgendwann. Und da gibt es einen Ordner, das sind Sonstiges, und da sind diese Excel-Dateien dann drin. Also da haben Sie sozusagen so eine Übersicht mit Streudiagramm mit allen. Das werde ich jetzt hier aber nochmal zeigen. Ja? Also das, was Sie machen sollen, erstmal Streudiagramm, das mache ich jetzt hier gleich. Dann berechnen wir den Korrelationskoeffizienten. Bitte zu beachten, ich habe jetzt einen kleinen Fehler gesehen in der Aufgabenstellung. Die Varianz von x war nicht, wie sich das herausgestellt hat, 1,0626, sondern 1,0625. Das ist jetzt hier vielleicht nur Haarspalterei. Ja? Also es wirkt sich jetzt hier noch nicht unbedingt auf die Ergebnisse jetzt hier dann bei der Korrelation aus, weil hier mussten Sie die Varianz nicht berechnen. Aber ich habe gesehen, in der Musterlösung wurde das mit dem korrekten Ergebnis dann weitergerechnet. Also es kann sein, dass die Tutoren dann, wenn sie die Musterlösung abschreiben, dass sie dann das richtige Ergebnis hinschreiben und sie dann also die falsche Zahl in der Aufgabenstellung sehen. Da muss jetzt nicht immer jemand die Aufgabenstellung korrigieren. Ich rechne diese Aufgaben zum ersten Mal. Ja. Ich leite das mal weiter, ja, dass es dann für Sie dann korrigiert wird, nicht, dass Sie dann sozusagen verwirrt werden. Aber passen Sie auf, ich habe da mal trotzdem, also auch wenn jetzt hier dann die Werte gegeben sind, arithmetisches Mittel und so und mittlere quadratische Abweichung. Hier nochmal auch die Kovarianz. Ich habe das alles nochmal berechnet in der Vorbereitung. Also dann wissen Sie auch, wie man das macht, wenn man das jetzt hier dann nicht hätte. Also hier wollte man sozusagen so ein bisschen Zeit sparen. Weil die Aufgabe 55 und Aufgabe 56, da muss ich Ihnen sagen, die habe ich nicht vorbereitet. Ja, das habe ich bewusst nicht gemacht. Das ist alles dasselbe. Da müssen Sie nur die Zahlen austauschen. Ja. Also wenn Sie sich das jetzt hier mal auf diesem Weg jetzt hier dann anschauen, vielleicht machen Sie das mal selbst. Mal ausnahmsweise, also die Leute jetzt hier dann bei mir das Tutorial machen. Machen Sie es mal bitte mal selbst. Ich habe auch dazu Lösungen dann veröffentlicht. Ne, als hier gerade die nächste Datei. Ne, das ist ja immer dasselbe. Und da können Sie nochmal Ihre Ergebnisse damit vergleichen. Ja, machen Sie das mal, um daher vielleicht auch nochmal, dass Sie dann selbst arbeiten. Also hier sollen Sie dann die Korrelationskoeffizienten ausrechnen. Es reicht aber, wenn Sie das jetzt hier aus diesen Werten dann tun. Ich habe es aber trotzdem hier nochmal neu alles berechnet, um das zu kontrollieren. Das ist mir auch eine Lehre. Und der Wert hat sich jetzt hier dann als leicht falsch herausgestellt. Also wie gesagt, die letzte Kommastelle ist falsch. Da kam bei mir 5 raus und ich habe jetzt hier nochmal 50 Mal nachgerechnet. Und das kam auch so.
Und da habe ich auch gesehen, dass in der Musterlösung, wie gesagt, das mit dem korrekten Ergebnis dann bestimmt wurde. Da werde ich jetzt hier mal die Leute darauf hinweisen, dass sie das dann bitte für sie korrigieren. Naja, ist jetzt aber nicht so tragisch. Gut, ich habe das jetzt hier nochmal gemacht und dann hier auch Regressionsgrade. Also das heißt, Achsenabtippensteigung ist noch zu berechnen. Also Korrelation, Achsenabtippensteigung. Und dann machen Sie vielleicht nochmal Falls. Berechnen Sie mal zwischen das Maß noch mit. Ohne Zerlegung. Ja? Also Sie müssen es nicht zerlegen wie in der Vorlesung. Es ist eine einfache Regression, nur ein Regressor, ein Regressant. Dann können Sie einfach den Korrelationskoeffizienten variieren. Und dann haben Sie das bestimmte Maß der Regression raus. Naja. Okay, dann mache ich das mal. Ich habe das jetzt hier im Streudiagramm eingezeichnet. Hier ist der erste Punkt, hier ist der zweite, hier ist der dritte, hier ist der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte, der neunte, der zehnte. Ja. Machen Sie ruhig ein Standbild. Und das ist das Streudiagramm. Ja, es ist jetzt nicht so, vielleicht so könnte man die Regressionsgrade machen. Ja. Es ist aber nicht unmittelbar jetzt sie dann zu erkennen, ja, wie das jetzt in der Trend wäre. Also ich sage jetzt mal so, auf den ersten Blick sind die Prognosen, ja, die man jetzt hier dann gemacht hatte, nicht so dolle. Also, weil die Punkte, die liegen zwar so ein bisschen im Trend, aber die Streuung scheint dann doch relativ groß zu sein. Gut, ist ja frei erfunden, nicht meines Beispiels, ja, man sich jetzt hier ausgedacht hat. Aber gut, also darüber, wie gesagt, erster Eindruck entsteht dann schon. Ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt hier den Zahn nicht mehr im Kopf, aber sieht jetzt hier mehr für mich nach dem Sternenhimmel aus, ja, als jetzt hier nach einer Regressionsgrade, wo die Punkte jetzt hier dann sich dann eng um die Gerade dann streuen. Aber gut, das werden wir jetzt hier nochmal sehen. Also wir berechnen es dann. Und ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal alles nachgerechnet. Ich empfehle Ihnen, das jetzt hier auch abzuschreiben. Ja? Also Sie werden jetzt hier gleich sehen, die Werte brauchen Sie nicht abschreiben. Die haben Sie jetzt hier dann in der Aufgabenstellung vor sich. Die blende ich jetzt hier nur ein. Schauen Sie es mal ab. Ja? Weil dann müssen Sie das, also Sie werden das in der Klausur auf jeden Fall machen müssen. Da gibt es nochmal die Aufgabe 55 und 56. Da mache ich es dann sowieso nochmal. Ich werde die Werte dann eh nochmal brauchen. Aber die Tutoren haben es da, glaube ich, schon vorgerechnet. Naja, deswegen, also, ich mache es mal. Wie gesagt, von A bis Z. Ja? Also von Anfang bis zum Ende. Und machen Sie es auch. Arithmetisches Mittel. Also hier aus der Stichprobe. Summe der Beobachtung geteilt durch die Anzahl. Das sind 10 Stück. Das heißt also ein Zehntel mal die Summe. Ja? Die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte, die neunte, die zehnte. Aufsummieren durch 10 teilen. Wie gesagt, also ich verlasse mich lieber auf mich selbst. 1,75. Ich glaube, das sind Prozentwerte. Ich habe jetzt hier das nicht mehr im Kopf. Ja, genau. So sollten wahrscheinlich jetzt hier Prozentwerte sein. Jetzt hier dann für Wachstum. Ja, jetzt also ne, Wachstum. Also wenn es jetzt hier dann relative Wachstumsraten dann sind. Naja, sollte man auch nicht mitteln im Übrigen. Ja. Aber ich will jetzt hier mal die Prognose jetzt hier berechnen. Also die Qualität der Prognose jetzt hier dann messen. Deswegen muss ich das jetzt hier dann tun. Ich mache mir die Welt so, wie mir sie gefällt. Ne? Naja, okay, dann machen wir das jetzt hier auch wieder andere Stichprobe. Ich habe das jetzt hier mal hingeschrieben. Also sind jetzt hier dann nochmal ein weiteres, was jetzt hier noch dazu kommt. Wie gesagt, die Vorgehensweise ist die gleiche. Da sind jetzt hier dann auch 10 Stück. Also ein Zehntel mal die Summe der Beobachtung. Ja, 1,5, 0,0, minus 1, 1,9, 3,3, 1,9, 2,3, 1,6, 3,7, 3,9. Ich habe es richtig abgeschrieben. Sieht mir so aus. Ja, und da kam bei mir 1,91 raus. So, machen Sie mal ruhig mein Standbild. Ne? Dann haben Sie jetzt hier mal die Rechnung jetzt hier zum arithmetischen Mittel. Und wenn Sie jetzt hier andere Zahlen haben, dann machen Sie, dann vertauschen Sie die halt. Also bei der Aufgabe 55 oder so, ich weiß jetzt nicht, was der Kontext war. Das habe ich jetzt hier vergessen. Ich habe es mal angeschaut. Dann müssen Sie jetzt hier einfach nochmal umändern. Ne? Also die Zahlen reinschreiben und dann nicht durch 10 teilen, sondern vielleicht jetzt hier dann durch den Stichprobenfang dort. Ne? Ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist jetzt auch nicht mehr die Kunst. Also das reicht, wenn Sie es einmal sehen. Dann muss ich jetzt hier noch nicht irgendwie 3 Stunden lang babbeln, um das jetzt hier dann zu erzählen. Ich mache es Ihnen einmal gründlich und dann machen Sie es bitte selbst. Das ist, glaube ich, das besser für Sie. Ja? Ich zeige Ihnen das einmal. Das reicht ja dann. Und ich glaube, arithmetisches Mittel, also wer da jetzt hier dann die Formelsammlung braucht, Alter. Ja. Nee. Bleiben Sie lieber zu Hause. Ja. Okay, na gut. Okay, also hier nochmal die arithmetischen Mittel. Die schreibe ich jetzt hier mal dazu. Also ich mache jetzt so eine kleine Liste hier. Und weil die arithmetischen Mittel brauche ich auch für die Varianzen. Also wenn ich dann die mittlere quadratische Abweichung berechnen will, Formel, jetzt nicht,
jetzt nicht die, sondern vorlesen, sondern Verschiebungssatz ist, glaube ich, einfacher. Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Mittelwert der Quadrate, berechnen Sie erstmal die Summe der Quadrate und dann teilen Sie sie dann durch 10, haben Sie den Mittelwert der Quadrate. Das ist ein Zehntel mal die Summe der Quadrate. Ne? Das habe ich hier gemacht. Ne? 2,5 zum Quadrat plus 0,05 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat. So. Das in der Klammer ist die Summe der Quadrate und dann die teilen Sie durch 10, haben Sie den Mittelwert der Quadrate und dann, wenn Sie das fertig haben, dann ziehen Sie ab das Quadrat des Mittelwerts. Also nicht 1,75, sondern 1,75 zum Quadrat. Dann nehmen Sie den Taschenrechner. Oder halt auch nicht. Und berechnen jetzt hier, was da kommt. Und da habe ich jetzt hier dann 1,0625 raus. Das ist die Varianz. Also wenn Sie da die Wurzel ziehen, kommt dann 1 raus. Also das heißt, Standardabweichung war bei den Prognosen halt, ne? Das waren die Prognosen ungefähr 1%. Also um 1% weichen die im Schnitt jetzt hier dann von dem Mittelwert des arithmetischen Mittels jetzt hier dann ab. Im Durchschnitt ungefähr. Naja. Da habe ich ja zumindest ein Maß dafür. Wie gesagt, das ist nicht der Durchschnitt, aber ein Maß dafür, ne? Weil die Durchschnittsabweichung nicht größer sein kann, als jetzt hier dann, ja, das, auf was der euklidischen Distanz da käme, ne? Bei der Standardabweichung. Naja. Gut, okay, dann mittlere quadratische Abweichung jetzt hier bei den anderen. Wie gesagt, die Standardabweichung müssen Sie jetzt hier gar nicht bestimmen. Das ist Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Also hier der erste zum Quadrat plus der zweite plus der dritte zum Quadrat plus der vierte zum Quadrat plus der fünfte zum Quadrat plus der sechste plus der siebte plus der achte plus der neunte zum Quadrat und plus der zehnte zum Quadrat. Bitte beachten Sie, dass man das Vorzeichen mitquadrieren muss. Ja, das verstehen, also machen viele, lassen es halt weg. Also wenn Sie da jetzt dann die Klammer nicht setzen, ich meine, gut, also man kann auch die positiven Werte einfach hinschreiben. Dann ist es falsch. Und dann mit minus Mittelwert, also minus Quadrat des Mittelwerts. 1,91 war der Mittelwert, 1,91 zum Quadrat ist das Quadrat davon. Und dann haben Sie jetzt hier dann das hier raus. 2,1629. Das heißt also, da waren die, bei den echten Daten, war die Streuung jetzt hier dann größer. Also wenn Sie da die Wurzel ziehen. Ich weiß nicht, was die Wurzel aus 2,1629 ist, aber die wird auf jeden Fall größer sein. Als die Wurzel jetzt hier dann bei 1,0625. Also die Streuung jetzt hier dann bei den echten Daten war größer als jetzt hier dann bei den Prognosen. Gut, muss man jetzt nicht wissen. Also man kann jetzt hier eigentlich auch stupide weiterrechnen, aber das sehen wir vielleicht, was damit alles anfangen können. So, und dann geht es weiter. Und zwar dann berechnen wir, also die Werte sammle ich jetzt hier. MQA steht für die mittlere quadratische Abweichung. Ich hatte jetzt hier keinen Platz, um das hinzuschreiben. Ich mache jetzt hier so eine kleine Art, so eine Strichliste, und dann berechne ich die Kovarianz. Kovarianz berechnen wir auch mit dem Verschiebungssatz am besten. Das ist dann am einfachsten, und zwar, wenn Sie die Kovarianz berechnen, berechnen Sie Mittelwert der Produkte aus dem Pärchen minus Produkt der Mittelwerte. Und Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. So ähnlich wie bei der Varianz auch, nur da haben wir zwei Stichproben. Und die sind ja miteinander verbunden, weil die einzelnen Pärchen ja hier sich dann auf das jeweilige Jahr beziehen. Okay, ein Zehntel mal die Summe der Produkte. Das ist jetzt ein bisschen größer bei mir geworden. Ne? Also hier nochmal das Erste mit dem Ersten, ne? Als hier aus den beiden. Ne? 2,5 mal 1,5 plus 0 mal 0. Natürlich könnten Sie das vergessen, aber ich habe es mal drin gehabt. Plus 1 mal minus 1 plus 0 mal 1,9 plus 2 mal 3,3 plus 2 mal 1,9 plus 3 mal 2,3 plus 3 mal 1,6 plus 2 mal 3,7 plus 2 mal 3,9. Ich habe es offensichtlich jetzt hier nochmal richtig abgeschrieben. Ja. Das heißt, in der Klammer haben Sie die Summe der Produkte aus den Beobachtungspärchen, nicht wahr? Und wenn Sie die Summe der Produkte jetzt hier dann durch 10 teilen, haben Sie jetzt hier dann den Mittelwert der Produkte. Oh mein Gott, wie schwer. Das ist aber noch nicht die Kovarianz. Denn die Kovarianz, Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte, so wird es gemacht. Ne? Berechnen Sie jetzt noch, indem Sie jetzt hier dann von dem, was Sie jetzt hier dann haben, noch das Produkt der Mittelwerte abziehen. Also die beiden multiplizieren Sie miteinander und das ziehen Sie dann ab von dem. Und das war's. Ja. Und dann haben Sie die Kovarianz raus und dann ist die Kovarianz halt so, wie sie war. Ne? Also zumindest hatte ich jetzt hier was Positives. Ne? Also da hat der Wert gestimmt. 0,0, also 0,6625. Der Wert sagt mir nicht viel, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also man kann sozusagen das jetzt hier dann nicht wissen, ob das stark oder schwach ist oder so. Das ist jetzt hier dann nur
in welche Richtung das geht, um die Stärke jetzt hier dann zu ermitteln, müssen Sie das jetzt hier dann bezüglich den Standardabweichungen relativieren, nicht wahr? Es hängt auch davon ab, wie die Daten ja streuen. Also jetzt im Endeffekt innerhalb jetzt hier dann den Datengruppen selbst. Weil je größer die Streuung dort ist, umso kleiner erscheint jetzt hier natürlich jetzt hier dann noch die Kovarianz, beziehungsweise ist ja wieder bei der Kovariation. Naja, gut. Also berechnen wir die Korrelation. Da ist die Formel jetzt hier dann nicht mehr schwierig. Wie gesagt, das hätten Sie jetzt nicht machen müssen. Also hier sozusagen hätte die Aufgabe jetzt hier dann so gestartet, dass die Werte gegeben waren. Leider der falsche. Also meine, was ich daraus mitnehme, dass ich dann mal die Werte selbst nochmal nachrechnen sollte, wenn man sie dann jetzt hier dann hat. Und ja, trotz allem. Aber gut, das ist egal. Die Korrelation ist jetzt hier dann die Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung. Also bitte beachten Sie nicht die Varianzen, ne? Beziehungsweise mittlere quadratische Abweichung. Wie gesagt, also wenn ich sage empirische Varianz und mittlere quadratische Abweichung, das ist dasselbe. Sondern die Standardabweichung. Das heißt, Sie müssen die Wurzel ziehen. Sie nehmen die Kovarianz und ziehen jetzt hier dann die Wurzel aus der Varianzen dann. Ne? Das können Sie in einem Schlag tun. Sie müssen dann die Standardabweichung zuvor nicht bestimmen. Ja? Also ich würde jetzt auch empfehlen, das nicht zu tun, weil dann haben Sie nämlich dann auch mal einen genauen Wert darin, wenn Sie jetzt hier nochmal vorher die Standardabweichung ausrechnen und das jetzt hier dann zwischenrunden, dann schleichen sich da auch nochmal Rundungsfehler rein, die ich jetzt hier dann nicht haben will. Deswegen also lassen Sie die Varianz dann so stehen, wie sie ist und setzen Sie das direkt in der Wurzel und dann, wenn Sie das mit dem Taschenrechner dann tun und ausrechnen, dann geben Sie das jetzt hier dann so exakt wie möglich dann ein. Denn das Endergebnis können Sie dann runden, das ist dann egal. Also da kommt jetzt hier dann bei mir 0,437 raus, was vielleicht dann doch ein bisschen mehr ist als erwartet. Ne? Also doch. Kein Sternenhimmel. Ne? Doch mehr ein Trend, aber die Korrelation ist, naja, gut, wie man das interpretieren, es kommt drauf an. Also, wie gesagt, wenn Sie Psychologie studieren, also ich habe es da gesehen, weil ich habe ja mit Psychologen jetzt hier auch schon zu tun gehabt. Nicht, weil ich selbst Probleme hatte. Nein, 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 sondern ich musste mit dem was zu tun haben. Die machen viel Statistik, wie Sie. Haben sich die Leute auch nicht so vorgestellt, die Psychologie studieren, die Statistik machen müssen. Ja. Es sind fast nur Frauen, die Psychologie studieren. Es gibt da wenig Männer, die das tun. Ja, und dann machen die direkt Statistik. Ne? Das haben sie sich auch nicht vorgestellt. Ja, gut. Aber dann sehen sie ja vielleicht wozu. Ja, das ist ja vielleicht auch mal gar nicht mal schlecht. Naja, 0,437 ist bei denen schon viel. Das kommt ja so ein bisschen auf die Datenstruktur drauf an. Bei uns, so gerade jetzt hier so im Bereich Finanzen, Wirtschaftsdaten, eher weniger. Ne? Also mittlere Korrelation würde ich mal sagen. Ne? Vielleicht bei, ne? Positiv, aber. Ne? Also es war schon positiv gewesen, aber nicht sehr groß. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, was der, ne, die Bezugsgröße ist. Man kann es testen, also man kann sozusagen dann wirklich eine Grenze ziehen und entscheiden, ab wann man das jetzt hier dann sozusagen als viel ansehen würde. Das werden wir dann sehen, aber bei Kapiteln 8 oder 9, glaube ich. Das ist noch ein bisschen weiter ferner. Im Januar vielleicht. Ne? Da fangen wir jetzt hier mal die Hypothesen das an oder vielleicht schon vorher. Mal sehen. Also Korrelationstest ist auch klausurrelevant, kann ich euch schon mal sagen. Wichtiger Test im Übrigen. Also auch so ein Standardtest. Und ja, den kriegen Sie dann auch jetzt hier dann geliefert. Naja, gut. Da machen wir weiter. Also ich habe das jetzt hier nochmal gesammelt. Wie gesagt, die Korrelation brauche ich jetzt hier dann nicht mehr. Wenn Sie wollen, können Sie ein Standbild machen. Dann habe ich jetzt hier mal die Steigung berechnet. Die Steigung ist die Varianz, sorry, die Kovarianz durch die Varianz des Regressors. Jetzt ist auch hier wieder das Problem. Ich sage Regressor dazu. Also sprich erklärende Variable, weil da können Sie jetzt hier dann x und y nicht vertauschen. Oder wenn Sie es tun, ist dann trotzdem die Varianz des Regressors unten. Also müssen sorgen Sie halt dafür, ist egal wie es heißt, die Varianz der erklärenden Variable muss unten sein. Auch wenn, ne, man das jetzt vielleicht dann nicht x, sondern z nennt. Also wenn der Regressor, sprich die erklärende Variable z heißt, da steht dann die Varianz von z im Nenner. Wenn die x heißt, steht die Varianz von x im Nenner. Also es kommt immer drauf an. Ja, also wie gesagt, deswegen sage ich immer dazu, Kovarianz geteilt durch die Varianz des Regressors, also sprich der erklärenden Variable, steht, ne, also die Varianz der erklärenden Variable steht jetzt hier. Ne. Gut, wir haben alle Werte, die Kovarianz sehen Sie hier, die Varianz von x, also sprich jetzt hier in der erklärenden Variable, sehen Sie nochmal hier, die habe ich jetzt hier gesammelt. Die beiden teilen sie miteinander, das ist der exakte Wert im Übrigen. Ich habe das nicht gerundet. Ja. Wozu? Steigung ist Steigung, ja.
Das ist jetzt hier nicht die schönste Zahl, die man sich jetzt Ihnen vorstellen kann, aber auch nicht die hässlichste. Ist halt so, ja. Gibt ihn an, das war jetzt nicht gefragt, aber gibt ihn was an. Ja? Wenn sich x um 1 erhöht, um wie viel erhöht sich y tendenziell? Tendenziell. Ja? Weil Sie müssen beachten, nur weil ich ja hier dann meine Prognose korrigiere, ne? Ich korrigiere sozusagen um einen Prozentpunkt nach oben, heißt auch nicht, dass ich jetzt hier dann auch der tatsächlich beobachtete Wert dann auch um einen, ne? Entsprechend jetzt hier dann um diesen Wert, jetzt um den Wert der Steigung jetzt hier dann wächst. Muss man aufpassen. Deswegen tendenziell. Sie bewegen sich zwar auf der Regressionsgeraden, aber die Regressionsgerade spiegelt Ihre Erwartungshaltung wider. Sie gehen also um 1 nach rechts, ne? Nicht wahr? Um 53, 85 nach oben, also etwas weniger als 1. Ne? Aber das ist ja nur auf der Regressionsgerade. Ne? Also das heißt also, ne, im Prinzip, ne, muss man da ein bisschen aufpassen. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ne, wenn man die Prognose korrigiert, dann kann man erwarten, dass jetzt hier dann auch, ne, die Leute jetzt hier dann nicht umsonst tun, dass dann auch jetzt hier zumindest dann auch der wahre Wert jetzt hier nach oben geht. Ne, um wie viel, das ist jetzt hier dann aber eine andere Geschichte. So, Achsenabschnitt war die Formel, das zeige ich jetzt hier nochmal. Mittelwert des Regressanten, also sprich jetzt hier dann von Y, ich habe das jetzt hier mal eingeblendet, minus die Steigung mal Mittelwert des Regressors. Das sind jetzt hier dann die Werte und hier ist die Steigung. Wenn ich es richtig einsetze, dann sollte jetzt hier dann das herauskommen. Also das ist auch ein exakter Wert. Der ist auch nicht ungefähr 1. Ne? Also das ist dann der Wert, wo die Regressionsgerade jetzt hier dann die Y-Achse schneidet. Ich habe es mal so gelassen. Ne? Wert ist Wert. Ne? Also auch wenn die Zahl hässlich ist, ist jetzt von mir aus, ist halt so. Ich habe es nicht gerundet, aber wenn Sie wollen, können Sie das tun. Also Sie merken ja schon, wenn ich nicht, wie gesagt, runden muss, mache ich es auch nicht. Ja? Und gerade so bei Zwischenergebnissen ist es vielleicht ein Problem. Ja, meine Damen und Herren, das war's eigentlich. Ja, jetzt passen Sie auf, also wenn Sie da nochmal eine Übersicht haben wollen, ja, mit allen Zahlen, also ich habe da nochmal in den, das werde ich jetzt nicht präsentieren, weil das jetzt Gegenstand des Tutoriums war und auch die anderen Tutoren das auch nicht präsentieren. Aber wenn Sie möchten, können Sie da nochmal in den Ordner Sonstiges reinschauen. Dort habe ich dann quasi jetzt ja auch für diese Aufgabe so eine Excel-Datei gemacht, in der Übersicht mit allen Zahlen drin. Also Quersummen sind drin, Varianzen sind, Korrelationen sind drin, Residuen sind, also ich habe so auch zerlegt, Residuen sind drin, erklärbaren Teile sind drin, also da ist alles drin. Alles drin. Können wir auch eine Prognose machen, ne? Vielleicht, das habe ich jetzt hier dann nicht gemacht. Naja, okay. Also das sollten Sie sich das vielleicht dann nochmal anschauen. Und die Vorgehensweise bei der Aufgabe 55 A und B und Aufgabe 56 A und B ist die gleiche. Sie berechnen erst die arithmetische Mittel, dann die mittleren Fallhatschen Abweichungen, a.k.a. Varianzen, dann die Kovarianz. Ne? Arithmetische Mittel nochmal, Summe der Beobachtung geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen. Empirische Varianz oder schrägstrich mittlere Fallhatschen Abweichung berechnen Sie über Mittelwert der Quadrate minus Quadrat des Mittelwerts. Kovarianz berechnen Sie über Mittelwert der Produkte minus Produkt der Mittelwerte. Und dann, ja, das sind die Hilfsgrößen. Dann brauchen Sie Korrelation. Korrelation ist Kovarianz geteilt durch das Produkt der Standardabweichung. Steigung der Regressionsgerade ist Kovarianz geteilt durch die Varianz des Regressors, also der erklärende Variable. Und den Achsenabschnitt berechnen Sie, indem Sie dann rechnen, Mittelwert des Regressanten minus die Steigung mal, also nein, Mittelwert des Regressors. Ich kann das auswendig. Ja, was ein Scheiß. Okay, meine Damen und Herren. Also wie gesagt, üben Sie das mal. Also so auf diese Art und Weise machen Sie das dann auch. Und vielleicht können Sie mal als Bonus, weil wir das in der Vorlesung gemacht haben, als jetzt die dumme Weise im Tutorium dann nicht gemacht wurde, das Bestimmtheitsmaß ausrechnen, indem Sie einfach den Korrelationskoeffizient quadrieren und das interpretieren. Werde ich nochmal nachholen, wenn wir uns dann die Aufgabe dann noch uns dann anschauen. Meine Damen und Herren, das war's. Bleiben Sie stabil. Wir sehen uns in der Vorlesung. Vielen Dank.